Tensiometer, das Prinzip erkläre ich mal kurz. Vielleicht seid ihr über das Praxisvideo hergekommen. Wenn nicht, dann guckt euch mal die Live-Funktion hier an. Hier oben entstehen ja dann immer Links und da wird darauf verwiesen oder zum Schluss werde ich die anbringen. Ein Tensiometer misst im Prinzip nur einen Potentialunterschied und zwar, ich habe hier eine gewisse Menge Wasser in einem Korpus. Ich gehe gleich auf den ein und die unterscheidet sich von der oder eben nicht von der Wassermenge, die im Boden ist. Man misst damit zum Beispiel die Bodenfeuchte. Ich meine dieses Tensiometer, womit man die Bodenfeuchte messen kann. Es ist verblüffend einfach und schön zu sehen. Also guckt einfach mal auf die Links, das ist spannend. Wie funktioniert das Ding? Das Gerät steckt im Boden, ist voller Wasser und da hier entweder mehr oder weniger Wasser als im Boden drin ist, wir werden gleich sehen, warum, gibt es also einen Mengenunterschied, einen Potentialunterschied. Hier drinnen ist ein größerer Druck, wenn hier mehr Wasser drin ist als im Boden, als eben hier. So, wie kann man aber eine gewisse Verbindung herstellen? Man nimmt ein Keramikröhrchen, welches feine Poren hat. Ein Mikrometer, das ist wirklich ein Millionstel Meter, das ist gar nichts. Das besteht aus Keramik also und wird extra so hergestellt, dass da ganz kleine, pieplich feine Poren, also Löcher drin sind. Dieses Gerät steckt man bis hierher in den Boden, wo man die Bodenfeuchte anzeigen, man kann sie sogar messen oder messen will. Dann gibt es hier ein Schauglas aus Plastik oder aus Glas und obendrauf kommt ein Gummi, eine Membran. Die kann man unterschiedlich ausführen, entweder wie bei einfachen Gießanzeigern, denkt an den Link, das Video wartet hier, ihr verpasst also nichts. Wenn ihr dann wieder zurückkehrt, nochmal, also hier hingucken, das Video wartet, wieder zurückkehren, dann hat das Video gestoppt an der Stelle und dann geht's weiter. So, das heißt also, eine Gummimembran, die von dem Luftdruck, der ja überall vorhanden ist, einfach eingedrückt wird. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Prinzip. Poren, so klein, haben eine gewisse Kapillarwirkung. Kapillarwirkung kann ich vielleicht noch den Link mit anbringen, was das bedeutet, Kapillaren, feine Röhrchen und wie die funktionieren im Zusammenhang mit Wasser. Der Boden, der aus vielen, vielen Sandkörnchen besteht, hat auch eine Kapillarwirkung. Denn die vielen Sandkörnchen zusammengepresst bilden trotzdem noch kleine Hohlräume und es ist Wasser drin. Wenn ich jetzt im Boden sehr wenig Wasser habe, wenn er also sehr trocken ist, dann wird der Druck hier gegenüber dem Boden viel höher. Das Wasser tritt aus diesen Kapillaren aus. Man muss also das Röhrchen ab und zu mal nachfüllen. Ist aber nicht so schlimm. Tritt es aus, das Wasser. Und was hier bleibt, ist eine Art Unterdruck. Unterdruck gegenüber dem vorherigen Druck. Wenn hier genug Wasser drin ist, gleichen sich die beiden, habe ich auf beiden Seiten gleichen Druck, also gleiches Wasserpotenzial, gleiche Menge an Wasser. Und es passiert eigentlich gar nichts. Sinkt aber der Druck, tritt das Wasser aus, tritt in den Boden ein, solange bis sich der Druck ausgeglichen hat zwischen hier innen und außen. Und wenn hier also weniger Druck ist als vorher, dann drückt die Membran, wird die Membran durch den Luftdruck eingedrückt. Die Membran kann man unterschiedlich gestalten. Im Praxisvideo wird es ja gezeigt, dass man damit auch einen sich krümmenden Körper darstellen kann. Oder wenn man es etwas messtechnischer machen will, nimmt man dann hier ein elektromechanisches Bauelement, welches den Druck dann in elektrische Signale umwandelt. Wenn ich hier geschrieben habe, P Luft ist eine Atmosphäre, habe ich das mal absichtlich gemacht, denn wir haben ja nun mal nur diese eine Atmosphäre. Richtig ausgedrückt werden es 1013 Hektopascal. Wie man umrechnet, kriege ich hoffentlich den Link noch hier unter. Das war's schon. Eigentlich ein ganz einfaches Prinzip, aber wunderschön, um die Bodenfeuchte zu messen. Und jetzt kommt der Hauptvorteil. Dieses Prinzip funktioniert unabhängig davon, ob hier Salz drin ist oder nicht. Man könnte ja auch die Feuchte messen, indem man hier irgendwie versucht, elektrische Leitungen mehr oder weniger darzustellen, also über den Widerstand des Wassers. Aber wenn da mehr Salz drin ist, habe ich schon wieder Ladungsträger drin, dann würde das die echte Feuchte verfälschen. Ich hoffe, das hat dazu gereicht und geholfen und ich würde mich freuen, wenn ihr noch weitere solche Praxisideen habt, diesmal zu erklären gilt. Also, ich wünsche euch was Schönes. Tschüss.